Also das Thema soziale Ungleichheit ist etwas, das uns in ganz vielen Bereichen natürlich beschäftigt. Das ist etwas, das spüren wir hier im sogenannten globalen Norden. Das spüren Menschen auf eine ganz andere Art und Weise im globalen Süden. Und die Soziologie vermag es quasi, uns als AkteurInnen die Augen zu öffnen. Ganz spannend ist im Soziologiestudium an der JKU das projektbezogene Arbeiten. Das heißt, das Arbeiten gemeinsam mit Studierenden, mit den Professorinnen, mit den Professoren, dass man gemeinsam Projekte durchführt. Dass man also nicht nur im Seminarraum sitzt, im Hörsaal sitzt und sie gemeinsam Texte liest, was natürlich auch ganz wichtig ist, sondern dass man gemeinsam Fragen entwickelt, spannende Fragen entwickelt, die auf der Höhe der Zeit sind, wo man also auch versucht, gemeinsam Projekte zu entwickeln. Weil wir eben nicht so die große Uni sind und auch im Soziologiestudium einfach kleinere Kurse haben. Dadurch kann man total viel diskutieren, man lernt schnell die anderen Studierenden kennen und ja, es sorgt einfach für ein total angenehmes Studienklima. Soziologiestudium an der JKU gefällt mir besonders, dass wir eine sehr breite methodische Ausbildung haben. Wir schließen den Bachelor auch mit einem, also das Bachelorstudium auch mit einem Bachelor of Science ab und man hat eben zum einen die Theoriearbeit in der Soziologie und zum anderen die methodische Arbeit und dadurch, dass wir eben so eine breite methodische Ausbildung haben, kann man die erlernten theoretischen Modelle dann empirisch anwenden. Semester erst mit Soziologie begonnen. Das heißt, ich bin ein Erstsemestriger. Der Grund dafür, die kurze Antwort ist Neugier. Ich sehe einfach Soziologie irgendwie als Instrument, um die Neugier in irgendeiner Form zu kultivieren, die eigene Neugier irgendwie zu strukturieren.